Sophie, unsere Gewürzexpertin von Florissimo hier auf Etage No. Welches ist das einfachste Gewürz, um jetzt anzupflanzen draussen? Einfachste Gewürz, würde ich jetzt sagen, mal so zu sehen, wäre der Rosmarin. Der ist super einfach. Den kann man gut draussen haben jetzt schon. Und ist schon im Sommer perfekt. Muss man nicht viel gießen. Sehr pflegeleicht von dem her. Nachher gibt es ein Gewürz, das ich weiss, das allen immer wieder abstirbt, das ist der Basilikum. Warum ist das so? Er hat auch nicht gerne feucht oder nicht gerne trocken? Oder? Genau, er ist sehr heikel. Also am liebsten hat er eine warme Temperatur ab 20 Grad. Es ist halt etwas schwierig, weil er sehr viel Wasser braucht. Von dem her hat aber eigentlich direkt Regen nicht wirklich gern. Das ist ein bisschen schwierig, genau. Also wir gehören uns raus. Und noch etwas schwieriger ist, dass er nachher, wenn man hier die Blättchen abreißt, um sich irgendwie ein italienisches Znacht oder so zu machen, sage ich jetzt mal, dass es nur noch Stäbchen da sind. Wie kann ich das verhindern? Genau, also ganz klar würde ich von unten die ersten Blätter nehmen, die ein bisschen grösser sind. Und die gut aneinander abzupfen vom Erstbuss her, genau. Das ist wirklich am optimalsten. Dann sieht es oben noch ein bisschen schön aus. Er kann noch wachsen von dem her und dann hat man immer ein bisschen Basilikum.